Hi und herzlich willkommen hier beim Mobile Gamer Guy, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht und natürlich der beste Kanal, wenn es um Last Iron Earth geht. Und Leute, meine Güte, nimmt das mit Ironie natürlich. Muss jetzt nicht hier Fanboy XY kommen und sagen, der ist besser oder der ist besser. Jungs, ich meine das mit einem Augenzwinkern. Ich weiß, dass ich noch sehr frisch bin hier in der Last Iron Earth Szene, aber dennoch habe ich meinen Spaß dabei. Und darum soll es doch gehen. Und deswegen bin ich der Beste. So, Punkt aus Ende. Wir machen mal eben hier ein bisschen eben so ein paar Aufgaben von der Season. Und danach öffnen wir einige Boxen. Ich habe nämlich noch einige Waffenschmiedboxen, Rüstungsboxen und halt auch weitere. Ich werde dann ein paar Kisten öffnen. Das letzte Grenzpaket kann ich ein paar, also könnte ich die vier öffnen. Und vielleicht noch ein paar Waffenschmied und Rüstungsboxen, um zu gucken, was ich denn da so Tolles bekomme. Und wir werden jetzt zuallererst mal hier wieder die Zombies killen. Schlagen sie den Gong. Und das machen wir natürlich auch. Wir rüsten allerdings hier die Waffe aus, damit es ein bisschen schneller geht, weil Yangqi muss sich killen. Die Yangqis. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Acht habe ich schon. Und geschafft. So, upsala. Einfach nur schnell die Yangqi skillen und ein Katana. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch Waffen rausbekommen kann. Das habe ich noch nie gehabt. Bis jetzt immer nur Lebensmittel. Aber das ist natürlich geil. So, Prophezeiung öffnen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier zum alten Manne und öffnen hier die drei Aufgaben. Füttern Sie die Fische und bauen Sie Reis an. Reis anbauen ist ja wie gesagt kein Problem. Machen wir einmal hier. Und 1, 2, 3, 4, 5. Gut ist. Dann gehen wir einmal hier dran. Ja, wow, wow, ist ja gut. Und bauen hier auch einmal Reis an. Und auch das ist natürlich gut so. Dann gehen wir mal eben in der Inbox, gehen auf Ressourcen und schauen mal eben, ob ich hier Samen habe. Einmal 20 Stück rausnehmen, weil wir sollen ja die Fische füttern, ne? Und die Fische wollen Samen und das geben wir denen natürlich auch. Und zack, damit haben wir die Aufgabe auch erledigt. Und dann gehen wir zur Karte und schauen mal nach, was wir denn als dritte Aufgabe haben. Hätte ich natürlich auch lesen können, direkt bei dem alten Mann, aber kein Bock. Es ist übrigens jetzt sehr spät am Abend, wo ich es aufnehme, jetzt eine Nacht zum Montag. Hier gerade keine Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 23:56 Uhr. Und deswegen, jetzt muss ich das hier schnell aufnehmen. Dann geht es los, das hochzuladen, Thumbnail erstellen, dann pennen gehen und dann wird Geburtstag gefeiert. Meiner Frau. Und ja, deswegen muss das jetzt alles in der Nacht noch geschehen, damit ihr halt auch, wie ich versprochen habe, Montag und Mittwoch kommt Last Iron Earth Folgen, jetzt auch an diesem Montag hier die Folge sehen könnt. Ja, so bin ich. Dafür doch erstmal einen Daumen nach oben. Danke dafür. So, weiter geht's. Warum ich jetzt gerade eben hier reinlaufe, ist folgender Grund. Ich glaube, ich habe hier auch noch, ich könnte hier auch noch mal eben was reinpacken. Was habe ich denn hier reingepackt? Ah, stimmt. Ein, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube hier eine Winchester. Winchester war drin. Dann packen wir nochmal eine Winchester rein. Aber weswegen ich eigentlich hier hin wollte, war anderer Grund. Ich weiß noch nicht, wo ich es hingepackt habe. Hier vielleicht? Nee. Könnte auch mal hier in Labor gehen. Ich habe hier 50 Sektor A-Karten, 42 Sektor B-Karten. Kann ich dann auch mal öffnen. Den halt noch ein paar Sektor B-Karten jetzt nicht habe. Aber ich finde, Labor verbraucht zu viel Ressourcen, als dass ich da jetzt so gerne hingehe. Und das Meister. Nun denn. Dennoch werde ich das nachher irgendwie, oder nicht nachher, irgendwie dann mal machen. So. Ich glaube, hier habe ich hier reingepackt. Ne, habe ich sie hier reingepackt? Ne, habe ich sie hier. Ich hatte da. Ich hatte hier noch schön. Und noch mehr Reis haben. Die kann ich dann nachher noch schön reinpacken. So, eben was essen und trinken. Wollte schon sagen, ich hatte doch noch irgendwo ein paar Samen.
Irgendwo hatte ich doch noch welche. Warum habe ich jetzt Holz mitgenommen? Auch egal, nehme ich mit. Dauert jetzt alles zu lang sonst. Ich habe keine großartige Zeit, irgendwas zu cutten. Das ist jetzt alles hier so, wie es passiert. Wo soll ich hin? Kalkstein kam. Töten Sie Jiangxi am Kalksteinkamm. 5 Stück. Ist easy. Wie ist das mit dem Katana? 3 Schläge, down sind sie. Und Katana ist schnell. Somit ist das alles kein Problem. So, wie findet ihr denn bis jetzt die Season? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also ich finde es, wie gesagt, ich kann ja schon mal sagen, von der nicht vorhandenen, wirklich so gesehenen Story, finde ich das ein bisschen schade. Allerdings, was mir gefällt, ist, dass man ständig hier etwas tun kann und hier aufleveln kann, auch außerhalb der Aufträge. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt gerade Stufe 57 fast, mir fehlen noch 20 Punkte, bin ich bei 57. Ich habe fast die 60 geschafft und die Season geht ja noch ein bisschen. Das finde ich halt gut, dass man halt wirklich einfach so mit Killen sämtlicher Zombies die ganze Zeit seine Punkte und somit halt immer während der Season was zu tun hat und nicht halt nur beschränkt ist auf eben die 3-4 Aufgaben, die man machen kann und danach, okay, morgen wieder die nächsten Aufgaben, sondern immer was zu tun hat. Und das finde ich halt toll. So, eine noch. Einen noch, komm. Hallo. Das nehmen wir mit. Damit haben wir jetzt hier sogar die nächste Dings geschafft. So, Aufgabe erledigt. Gucken wir einmal hier die Prophezeiung. Bin sie in den Keller am Kalksteinkamm? Ja, aber jetzt ist doch hier kein Keller gewesen. War doch gerade hier gewesen. Ich einmal raus und dann wieder rein. Na dann. Machen wir das doch eben einmal. So, einmal raus, eben zur Basis, dann wieder hin, damit sich einmal die Location resettet. Zum Garten müssen wir noch. Aber ich glaube, das kann ich auch offscreen machen, oder? Ach, muss ich mal gucken. Man geht ja schnell, ist ja einmal nur im Kreis laufen, gut ist. Das ist ja wirklich easy going. So, eben einmal den Keller. Bin gar nicht in der Mitte. Da ist die Mitte. Da ist auch der Keller. Einmal schnell rein da. Und wieder raus. Weil kein Bock da jetzt rum zu wursteln. Und die Gegner so weit gehen zu killen. Zack. Können wir auch direkt wieder raus. Jetzt eben gerade das abschließen. Damit haben wir die Prophezeiung auch erledigt. Gar kein Ausgang. So. Killen, 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 killen. Sind hier keine, sonst sind hier keine. Raus hier. Wir öffnen jetzt mal ein paar Kisten. Schauen wir nach, was da drin ist. Und ja, ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass ich Sonntag überhaupt nicht geschafft habe, auch mich zu melden. Zwecks Streams, dass das ausgefallen ist. Ich bin erst spät nach Hause gekommen. Und jetzt mal 326 Punkte haben wir schon wieder. Ne, damit sind wir schon fast Level 58. Das nächste Mal Bunker Alpha ab ist und so, da werde ich dann auf jeden Fall und halt auch Farm die Punkte erreichen. Wir gehen jetzt einmal hier hin, schmeißen einmal die zwei rein, geben die Teile da rein und die Box noch bei dem Opa, bei dem alten Mann einmal öffnen.
Da könnte ja auch eine kandierte Frucht drin sein. Belohnung wartet in der Truhe. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du jetzt noch nicht kommst. Dafür sind zu wenig Punkte. Ich habe ja gerade erstmal Stufe. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt wieder schön. Jemand wartet um Hilfe. Wartet auf Hilfe. So, aber immer noch nicht, dass er dann kommt. Auch mal viel mehr an Früchten jetzt. Für die nächste Stufe. Dann werde ich, glaube ich, selbst mit dem Reis hier noch nicht mal hinbekommen. Nie und nimmer. Das war hier schon mal alles rein. Dann kann das schon mal köcheln. So. Die Hilfe mache ich alles dann offscreen. Wir werden jetzt Kisten öffnen und schauen mal nach, was wir denn da bekommen. Ich fange mal an mit, sage ich mal, 5 Waffenschmiedkisten. Und wir öffnen die erste und wir kriegen direkt erstmal so eine geile Winters. Extrem selten. 25 Kronkorken dazu. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ziegelblattkeule. Aber ich nehme natürlich alles an Waffen. Rotwinte. Wenn dann lieber eine Scar. Okay. Hoffen wir uns wird. Und nochmal so einer. Das ist natürlich richtig geil. Das ist richtig geil. So, jetzt haben wir schon mal 5 Stück davon geöffnet. Öffnen wir mal 5 Rüstungsschmiedskisten. Binderer Kampfstiefel. Praktische Hülse. Ja, okay, das ist schon ein Kevlar. Sag ich nicht nein zu. Ohne taktische Hose, okay. So, aber das sind die, die ich wichtig finde. Aber ich öffne erstmal nochmal 5 Stück davon. Was sind eigentlich so, was ich sonst so... Hier so eine geile Scar, hätte ich nichts gegen. Natürlich eine Milko hätte ich nichts gegen. Gucken wir mal. Eine M16. Dann eine AK. Aufsetzen. Okay, eine Colt Python. Eine ungemoldete M16 und ein Schädelspalter. Naja, öffnen wir jetzt mal die Grenzpaket. Und hier hätte ich gerne die Stahlbarren oder Carbon-Komposit. Bitte. Leider nicht. Nächster. Auch nix. Ich habe bis jetzt noch nichts daraus bekommen, oder? Doch, ich glaube einmal 10 Stahlbarren hatte ich. 10 Carbon. Okay, aus den 4 Kisten 10 Carbon. Damit bin ich jetzt schon mal happy. 20 habe ich hier schon mal drin. Das gefällt mir, denn kann nicht alles natürlich für mein ATV gebrauchen, damit der auch vorangeht. Eine Harpune. Auf 5 Stück öffne ich jetzt nochmal eine Winters Machete. Ich habe schon 3 Stück von den Winters. Das ist natürlich geil. Und eine Schrotflinte, eine gemoddete. Das ist natürlich auch fett. So. Damit haben wir doch jetzt schon wieder einiges geschafft. Jo. Hier nochmal im Rauskommen nach, was die Prophezeiung denn sagt, was ich denn machen sollte. Und ansonsten soll es das auch für heute gewesen sein. Eine kurze Folge eben, ein paar Kisten öffnen, gucken, was drin ist. Kalksteinfelsen, den Krieger besiegen. Habe ich jetzt allerdings damit jetzt so mit den Nahkampfwaffen durchzulaufen, habe ich keinen Bock drauf, weil dort natürlich die Giftscheusale sind. Mache ich gern zwar das Gebiet clearen. Die roten Gebiete, weil es gibt so ungefähr 100 Punkte, wenn man es einmal komplett geklärt hat an Zombies. An 100 Punkte für den Season Pass. Neunmal dieses Gebiet klären, hat man direkt wieder ein Level. Also jetzt in dem Bereich, wo ich gerade bin, ich brauche 900 Punkte, um ein Level aufzusteigen. Ist es dann drin? Da sage ich nicht nein zu. Das war es, wie gesagt, für die heutige Folge. Ich wünsche mir doch gern, dass ihr einen Daumen nach oben da lasst, aber so wie ich euch kenne, habt ihr das schon längst getan, als ich das erste Mal darum gebeten habe, denn ihr seid halt eine richtig geile Community und das meine ich jetzt ironiefrei, seid ihr wirklich, sage ich auch wirklich sehr, dass ihr so seid, wie ihr seid und ja, ich werde jetzt eben hier offscreen noch ganz schnell, werde eben ein Thumbnail erstellen, das jetzt hochladen, damit ihr es jetzt auch am Montag hier oder jetzt heute sehen konntet. Ich sag mal, bis Mittwoch, dann kommt wieder die nächste Folge. Ich versuche auf jeden Fall einmal jetzt mitten in der Woche zu streamen, dadurch, dass Sonntag ausgefallen ist. Wie gesagt, es ist ein Versuch. Ich werde es dann in der Community-Tab reinschreiben bei YouTube, wenn es klappen sollte, dass es stattfindet. Und halt auch im Discord werdet ihr darüber informiert. Wenn ihr noch nicht im Discord seid, schaut mal unten in der Videobeschreibung. Dort habt ihr den Link, den Einladungslink zu einem Discord-Channel.
kommt gerne rein, schnackt ein bisschen mit uns und das würde mich auch freuen. Danke fürs Zuschauen ansonsten und haut rein, macht's gut, macht's besser, was auch immer. Bis dann, reingehauen, ciao, ciao.